Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute stellen wir uns wieder die Frage, schon gelesen oder suppt es noch? Denn wir blicken gemeinsam auf die Neuzugänge aus dem letzten Jahr, aus April 2018 und schauen uns gemeinsam an, welche Bücher ich davon schon gelesen habe. Insgesamt sind wohl 23 Bücher bei mir neu eingezogen. Ich bin jetzt sehr gespannt, welche das im letzten Jahr war und wünsche uns jetzt gemeinsam viel Spaß bei dem Rückblick. Ja, wir treffen eine blonde Steffi, so lange bin ich ja noch gar nicht braun, aber da letztes Jahr im Sommer war ich ja noch blond. Und das erste Buch ist ein Hörbuch von Janne Mommsen, Die kleine Insel, Buchhandlung. Ein Buch, das mich ja dann so ein bisschen zu den Wohlfühlbüchern, den Strandbüchern gebracht hat, diesen Wohlfühlfaktor so ein bisschen erlebbar gemacht hat. Und auch Janne Mommsen hat mich ja hier mit seinem Schreibstil wirklich umgehauen, hat mir ja sehr, sehr gut gefallen, hat wirklich viel Spaß gemacht. Und ganz anders leider Cain und Abel von Jeffrey Archer. Das ist, glaube ich, der erste Teil der Trilogie gewesen. Ich habe ja letztes Jahr die Clifton-Saga von Jeffrey Archer absolut weggesuchtet, habe mich sehr auf diese Reihe gefreut. Das war aber auch eine Neuauflage von einer Buchreihe von ihm. Und der erste Teil war tatsächlich noch ganz schön. Wir haben eben zwei junge Männer, die aus Russland, Ja, ich glaube, oder? Ich bin mir gerade nicht mehr so richtig sicher. Oder war es die andere Geschichte aus Russland? Ich habe es gerade verdrängt. Auf jeden Fall erleben wir diese unterschiedlichen Geschichten. Nein, das ist, glaube ich, die Geschichte der zwei Männer aus England, die in die USA fahren. Und der erste Teil war auf jeden Fall noch gut. Beim zweiten und dritten war ich dann irgendwie raus. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Berg der Legenden ist leider noch auf dem Sub. Eigentlich wollte ich ihn im Winter 18/19 lesen, hab's aber irgendwie verdattelt. Hier geht es nämlich auch um die Besteigung, glaube ich, auf dem Mount Everest, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und durch Dan Simmons und der Berg bin ich im Grunde auf dieses Feeling gekommen. Ich denke aber, dass ich dieses Buch dann diesen Winter lesen werde. Glanz der Dunkelheit von Mary E. Pearson. Ist das der dritte Band gewesen der Reihe? Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass in dieser Reihe ja der ursprüngliche dritte Teil vom Original in zwei Teile ins Deutsche gesplittet wurde. Das hat man leider Band 3 und 4 dann auch ein bisschen angemerkt. Nichtsdestotrotz ist diese Reihe wirklich eine absolut gelungene Reihe, die letztes Jahr auf jeden Fall zu den Highlights gehört hat. Schildkrötenwege von Matthew Quick. Habe ich, glaube ich, in diesem Jahr sogar erst gelesen. Ein Buch von einem Autor, den ich bisher ganz gerne gelesen habe. Auch Schildkrötenwege fand ich richtig gelungen. So ein bisschen diese Tipps, wie man das Leben so ein bisschen langsamer angehen könnte und sollte und müsste. Und ich fand einfach Matthew Quick sehr unterhaltsam und das Buch hat mir auch gut gefallen. Es war natürlich schon so der ein oder andere Tipp dabei, den man einfach schon so ein bisschen kennt, der jetzt nicht unbedingt ganz mega spannend war, aber mir hat Schildkrötenwege doch ganz gut gefallen und es hat mich auch ganz gut unterhalten. Jetzt haben wir eine ratlose Steffi, mal gucken, ob ihr noch einfällt, was sie als nächstes zeigen möchte. Die macht es aber auch wieder spannend. Ein Stephen King ist bei mir eingezogen, Wahn, und den habe ich tatsächlich auch noch nicht gelesen. Zum einen, weil er wirklich unglaublich dick ist und irgendwie hat es mich an diese Geschichte dann doch nicht so dringend gezogen, als dass ich es direkt lesen müsste, sollte, könnte. Ja, ich weiß auch nicht so richtig. Es ist ja manchmal so mit Stephen King und mir so, ich muss da natürlich schon in Stimmung sein. Und ich glaube, auch für so einen Wälzer muss man in Stimmung sein. Mein Problem wäre ja, dass ich bei Stephen King auch nicht unbedingt auf die Hörbücher zurückgreifen kann, wegen David Nathan. Aber es wird auf jeden Fall noch gelesen. Ja, das neue Buch von Gabriela Engelmann ist bei mir eingezogen. Strandkorbträume habe ich ebenfalls, glaube ich, relativ kurze Zeit später gelesen. Ist natürlich auch wieder so ein bisschen ein Inselroman, so ein Wohlfühlbuch. Und ich mag den Schreibstil von Gabriela Engelmann immer super gerne, weil er eben so locker, leicht und fluffig ist. Und es ist der vierte Teil einer Reihe gewesen. Und ich mag es einfach, wie sie dieses Inselfeeling rüberbringt, wie sie diese Lebensgeschichten erzählt und wie sie im Grunde auch die Charaktere erschafft. Und ich finde das immer wieder schön, es ist wie nach Hause kommen. Dann ist der Sommerdrache von Todd Lockwood bei mir eingezogen und den habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Frag mich auch gerade, warum nicht, denn es geht hier ja, wie unschwer am Titel erkennbar, um Drachen und ich mag es ja sehr, wenn Drachen in High-Fantasy-Geschichten eine Rolle spielen. Das tun sie ja für meinen Geschmack manchmal viel zu selten, denn an sich sind Drachen wirklich etwas ganz Fantastisches und Faszinierendes und ich frage mich gerade, warum ich den Sommerdrachen noch nicht gelesen habe. Ich glaube,
glaube, ich muss ihn mir in meinem Regal mal ein bisschen, wobei er steht eigentlich relativ weit. Oh, ja, aber ich glaube, ich muss ihn mir einfach mal näher greifen und ja, es doch jetzt einfach mal im Sommer damit probieren. Wer weiß, was da letztes Jahr dran war, dass ich es noch nicht gelesen habe. Es ist manchmal verzwickt, ne? Da steht das Buch eigentlich relativ sehnbar, aber ja, dann war ich ja im Downton Abbey Fieber und vom gleichnamigen Autor von Julian Fellowes ist Belgravia. Das habe ich mir als Hörbuch geholt und ist leider auch noch auf dem Sub, denn man hört dann doch irgendwie im Vergleich zu Downton Abbey nicht so viel Gutes über Belgravia. Und das schreckt mich tatsächlich so ein bisschen ab. An sich denkt man, dass Julian Fellowes, wenn er so eine geile Serie schreibt, dass er dann eben auch ja, ein tolles Buch schreiben kann oder in dem Fall dann halt auch das Hörbuch. Aber man hört dann doch irgendwie, dass man nicht so große Erwartungen daran haben sollte. Und man, wenn man wahrscheinlich daran geht mit dieser Erwartung, dass das irgendwie dann nicht so richtig gut wird. Ganz anders war Ein Reif von Eisen von Stefan M. Rother, die Königschroniken. Ist, glaube ich, sogar mittlerweile der dritte Teil erschienen. Mir hat dieser High-Fantasy-Roman sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß, dass ich mit dem Anfang so ein bisschen meine Probleme hatte, dass es ein bisschen schwierig war, in diese Welt hineinzukommen. Aber wenn man denn mal drin war, dass es mir sehr, sehr gut gefallen hat. Deswegen weiß ich jetzt auch gerade noch gar nicht, warum ich noch nicht weitergehört habe. Wahrscheinlich, weil ich immer chronischen ja, Gutscheinmangel bei Audible habe. Das Leben ist manchmal nicht so einfach. Ja, war aber auch eine High-Fantasy-Reihe, die ich wirklich gut geschrieben fand, die ich spannend fand, packend fand. Und wo ich jetzt einfach mal so denke, ich muss mir jetzt einfach mal Band 2 und 3 auf die Wunschliste setzen und da dann einfach mal weiterhören. Wobei vielleicht wäre Lesen sogar eine bessere Variante gewesen, weil ich glaube, dass das tatsächlich hier so ein bisschen mein Problem mit dem Hören war, in diese Geschichte hineinzukommen. Und ja, aber der erste Teil war auf jeden Fall toll. Auch wenn alle Katzen von der Welt verschwinden, von Genki Kawamura, war ein tolles Buch, eben darum, dass unser Protagonist einen Deal mit dem Tod eingeht, glaube ich, es war der Tod, dass er noch nicht sterben möchte, dass er ja, dafür andere Dinge aber eben opfern müsste. Und es verschwinden eben mal Telefone und allerlei andere Dinge. Und irgendwann ja, geht es eben darum, dass alle Katzen verschwinden. Und ja, das geht gefühlt natürlich nicht. Ein ganz, ganz tolles Buch. Wie man die Zeit anhält von Matt Haig hat mir im letzten Jahr ebenfalls auch sehr, sehr gut gefallen. Ich bin ja seit Ich und die Menschen ein großer Fan von Matt Haig, habe auch die anderen Bücher von ihm bisher sehr gemocht. Sein neuestes habe ich jetzt noch nicht hier, aber das wird, denke ich, auch noch bei mir einziehen. Und auch dieses Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Denn es geht hier eben um einen, ich glaube mittlerweile Professor, der eben nicht altert, beziehungsweise eben immer noch genauso jung aussieht, wie er mit, keine Ahnung, 40 irgendwie war. Und er eben so immer auch ja, unterwegs sein muss, immer alle paar Jahre umziehen muss, damit das eben nicht auffällt. Und ja, auch hier bekommen wir natürlich als Menschen ein bisschen den Spiegel vorgehalten. Eins meiner absoluten Cover-Highlights und auch Geschichts-Highlights ist Verliebt in Miami von Jackie Fellgood, direkt gelesen. Und dieses Cover hängt bei mir ja auch im Schlafzimmer, weil ich es einfach wunderschön finde. Ich bin da wirklich total verliebt und immer wenn ich das sehe, ach ja, auch die Geschichte, sie spielt in Miami, wie der Titel schon verrät. Und es ist natürlich eine wunderbare Liebes-Lebensgeschichte mit ja, Miami-Flair und ja, so ein bisschen Sommer-Style und wirklich ganz wunderbar. Ich bin ein Fan von Jackie, ich mag Jackie auch unglaublich gerne und ich finde auch, dass ihre Geschichten einfach auch so gut zu ihr passen und ja, wie sie die eben auch einfach rüberbringt, ganz, ganz toll. Dann sind zwei Geschichten von Fabio Wollo bei mir eingezogen, da hatte ich glaube ich bei Medimops bestellt, einmal Zeit für mich und Zeit für dich und noch ein Tag und eine Nacht und eins der beiden ist auch schon gelesen, ich müsste mich mal umgucken, irgendwo steht das zweite. Wir haben glaube ich Fabio Wollo im Leseclub letztes Jahr gelesen und da mir die Geschichte glaube ich so gut gefallen hat, habe ich mir zwei weitere von ihm bestellt und auch das zweite Buch von ihm hat mir gut gefallen. Auch die Holunderschwestern von Theresa Simon, die haben wir dann glaube ich im Leseclub gelesen, die anderen waren nur zur Auswahl. Ja, das ist ja so eine Geschichte, die auf zwei Zeitebenen spielt, leider so ein bisschen
ja, auch ich glaube, in Zweiter Weltkriegsrichtung ging. Was ich nicht so direkt wusste, habe ich, glaube ich, abgebrochen, hat mir leider nicht so gefallen. Fand ich tatsächlich auch, habe ich sehr langweilig in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Und man möchte es gar nicht sagen, weil Theresa Simon ja von vielen tatsächlich auch sehr gefeiert wird und eigentlich ganz tolle historische Romane wohl auch schreibt. Aber mich konnte sie leider nicht so richtig begeistern und fesseln. Ja, Immerwelt, der Anfang von Gina Showalter, ein Buch, was vorher schon groß durch den englischsprachigen Raum gegangen ist, als es rauskam, auch so eine Art Dystopie, die ich, wenn ich mich jetzt, habe ich die zu Ende gelesen, habe ich mittendrin abgebrochen. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich weiß, dass ich sehr, sehr enttäuscht von der Geschichte war, weil ich auch irgendwie mit der Protagonistin gar nicht warm wurde, gar nicht zurechtgekommen bin. Ich kriege es nicht mehr zusammen. Hat bei mir, also wie ihr seht, keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich habe auch nicht den zweiten Teil mir geholt. Der ist, glaube ich, auch schon raus. Ich weiß gar nicht, ob es einen dritten Teil geben wird. Habe ich mich nicht mehr mit beschäftigt. Es klang halt nach einer ganz, ganz tollen, auch mal innovativ andersartigen Dystopie. Aber mich hat irgendwas dann daran gestört. Was ich jetzt aber gar nicht mehr so zusammenbekomme, da müsste ich mal meine Rezension dazu anschauen. Ja, leider, leider, aber manchmal lässt sich es eben auch einfach ja, nicht ändern. Dann ist bei mir das Taschenbuch bzw. die broschierte Ausgabe der Spiegelstadt eingezogen, die ich ja bereits gelesen hatte, als es als echtes Buch, als Hardcover herausgekommen ist. Ich glaube, dann war es im Herbst 16. Ja, hat über ein Jahr gebraucht, fast eineinhalb Jahre, bis dann das Taschenbuch rauskam, weil ich ja, ich glaube, man kann es hier ganz gut sehen, sowohl den ersten wie zweiten Teil ja auch als Taschenbuch habe und deswegen ist bei mir auch der dritte Teil in diesem Format eingezogen. Was ich nicht wusste, ist, dass es eine broschierte Ausgabe sein wird, die dann optisch doch nicht so richtig zu den Büchern gepasst hat, weil sie ein bisschen länger ist und ja, irgendwie ein bisschen anders ist. Nichtsdestotrotz ist diese ganze Passage-Trilogie von Justin Cronin ein absoluter Genuss. Es ist ja so eine apokalyptische Geschichte, wo im Grunde eine Art ja, Vampire, ja, ein Virus, die Menschen zu Vampiren macht und wir hier eben eine starke, junges Mädchen haben, die liebe Amy, die ja, uns über alle drei Bände irgendwie begleitet und es passiert so viel, so grandios, so bildhaft erzählt und es wird, glaube ich, einfach Zeit für einen Reread. Ja, dann ist der zweite Teil der Cain und Abel-Reihe bei mir eingezogen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, warum beide in einem Monat eingezogen sind. Ich bin gerade, habe ich auf den zweiten Teil gewartet, so könnte es gewesen sein. Und zwar Abels Tochter und ich glaube, dass mir der Teil auch nicht so gefallen hat. Weil ja die erste Geschichte im Grunde nur ab, also die Tochter erscheint im Grunde auch schon im ersten Teil und dann erzählt sie eine gewisse Wiederholung des ersten Teils und es glaube ich war wirklich die halbe Geschichte war eine Wiederholungsgeschichte und ich krieg's nicht mehr so richtig zusammen, mir hat's nicht so gut gefallen. Ich weiß, dass ich glaube den dritten, der eigentlich eine ganz eigene Geschichte ist und nur umgewandelt wurde. Kriege ich jetzt die Geschichten durcheinander? Ich komme gerade so ein bisschen nicht mit mir klar. Ich glaube, ich habe den dritten Teil dann abgebrochen. Und der zweite war halt sehr, sehr viel Wiederholung, was ich halt auch einfach schade fand. Ich meine, Jeffrey Archer kann schreiben, er kann Geschichten schreiben, er kann dieses Historische gut rüberbringen, aber ja, die Geschichte war irgendwie nicht eins. Wie ihr merkt, es ist auch nicht viel im Kopf irgendwie geblieben, was ja dafür spricht, dass das Buch jetzt nicht so mein persönlicher Favorit war. Dann ist bei mir eingezogen der Mein wundervoller Antikladen im Schatten des Eiffelturms. Ein Buch, das so aufkam, als diese ganzen Einzelhandelsläden irgendwie ihren Boom letztes Jahr hatten. Von Buchläden über Bäckereien und Ähnlichem. Und ich weiß, dass mir die nicht so gut gefallen hat. Ich die, glaube ich, sogar abgebrochen habe. Und mein wunderbarer Buchladen am Inselweg von Juli Peters habe ich gelesen. Fand ich auch ganz schön. War jetzt aber nichts, was mir so lebhaft in Erinnerung geblieben ist, weil es halt auch wieder irgendwie nur so eine Buchladen auf einer Insel war und ich weiß gar nicht, ob irgendwas mit der Protagonistin war, was ich nicht mochte. Ja, man sieht, manche Geschichten, ja, bleiben einfach nicht so in Erinnerung. Ja. Ja, es ist, ja, ne, es sind halt Highlight-Geschichten, die einen dann im Kopf noch umherspinnen und die das Genre eben so etwas Besonderem machen, insofern man Wohlfühlroman zu einem Genre zählen möchte. Aber ja, manche Geschichten bleiben da einfach recht ja, blass daneben, leider.
Dann ist bei mir Vertrauen und Verrat eingezogen von Erin Beatty. Ich glaube aber nicht als Buch, sondern als Hörbuch, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, dieses Cover ist ja heiß umstritten. Einige lieben es. Ich finde es sehr abstrus, was mir diese Frauenhände, die da festgebunden sind, sagen sollen. Auch hier haben wir ja eher so eine Jugend-High-Fantasy-Dystopie-Geschichte. Ja, irgendwie hat es mich angezogen vom Klappentext. Das Cover hat mich abgeschreckt, aber der Klappentext klang einfach spannend. Und dann bin ich aber irgendwie nicht dazu gekommen, den ersten Band zu hören. Ich bilde mir ein, ich habe ihn als Hörbuch. Müsste ich nochmal nachgucken in meiner Bibliothek. Ja, dann bin ich aber irgendwie nicht dazu gekommen, den ersten Teil zu lesen. Also habe ihn noch nicht gelesen. Dann kam schon der zweite Teil und ich glaube, dann dachte ich, dann kannst du jetzt auch gar auf den dritten Teil warten. Und ich glaube, dass das auch jetzt so mein Plan wäre. Natürlich jetzt nicht 32 besorgen, bevor man den ersten gelesen oder gehört hat. Aber zu warten, bis der dritte Teil in naher Zukunft kommt und ja. Und dann ist der erste Teil der Hansensaga bei mir eingezogen von Ellen Caster, Die ferne Hoffnung. Ja, nach Jeffrey Archer war ich auf der Suche nach so frühzeitlicher historischen Büchern und das hat man hier auf jeden Fall gefunden. Die Hansensaga spielt natürlich ein bisschen in Hamburg, dann allerdings wandert der eine Bruder der Familie sozusagen aus nach, nicht Kalkutta, nach Name verdrängt, irgendwo in Afrika. Da sind wir nämlich gerade Kolonialherren, wenn man so möchte. Und der andere Bruder zieht nach Wien. Meint ihr, ich komme jetzt auf das Land mit K? Nein. Eine sehr spannende, schöne Geschichte. Der erste Teil hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hatte auch so ein bisschen dieses Abenteurer-Feeling. Der zweite Teil war so lala. Einfach auch sehr vorhersehbar. Und ich bin jetzt sehr gespannt, in welche Richtung der dritte Teil geht, der ja schon auf meinem Sub ist. Und ja, aber das Buch wurde auf jeden Fall auch gelesen. Ja, der Schnitt ist diesmal ja auch gar nicht so schlecht ausgefallen. Ich habe 5 Bücher gezählt, die ich nicht gelesen habe. Und ja, ich fand es doch gar nicht so schlecht, dass es 5 von 23 heißt, es 18 sind gelesen. Auf jeden Fall ein ja, ganz guter Schnitt, wenn man so denkt, okay, ein Viertel der Bücher ist noch ungelesen. Ich habe die jetzt auf jeden Fall wieder so ein bisschen auf dem Schirm. Und auch wenn jetzt zum Beispiel Berg der Legenden nicht unbedingt gleich gelesen wird, weil es ist definitiv ein Winterbuch, könnte ich es mir doch beim Sommerdrachen auf jeden Fall vorstellen. Es ist einfach schön, sich seinen Sub so ein bisschen bewusst zu machen. Und ich hoffe, dass ihr auch dieses Mal viel Spaß bei dem Format hattet. Ich habe da ja immer Spaß beim einen Blick zurückzuwerfen. Und ja, vielleicht könnt ihr ja eins dieser 5 Bücher, habt ihr vielleicht schon gelesen, das jetzt noch bei mir auf dem Sub ist. Vielleicht wollt ihr ein bisschen Werbung dafür machen, dann macht das gerne in die Kommentare. Oder ob ihr sonst auch eins der Bücher kanntet, die ich vorgestellt habe, die vielleicht auch noch bei euch auf dem Sub liegen oder ebenfalls schon gelesen sind. Lasst es gerne unten in den Kommentaren da, würde ich mich sehr über den Austausch freuen und danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.